Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin mal wieder bei der Vanessa. Wir haben schon fleißig gegessen, im Kopf fleißig gesportelt und jetzt kann das Reha-Programm beginnen. Nein, Spaß. Aber wir haben ein neues Massageprodukt zum Testen bekommen und zwar ist es diesmal Rub Ball. Das ist so ein Massageball. Vanessa meint so ähnlich wie eine Faszienrolle, oder? Genau, weil wir machen. Heute mal einen kurzen Vergleich vielleicht der beiden Produkte und nehme euch mit. Genau, ich bin sehr gespannt. Ich habe es immer noch nicht so mit denen und so. Aber man wird ja nicht jünger und dementsprechend kann es jetzt nicht schaden. Boah, ich hatte so einen Hexenschuss, mir tut es eh noch ein bisschen weh. Ich bin gespannt, ob das dafür was hilft. Ich habe schon alleine versucht, muss zugeben, es hat nicht so geklappt. Aber jetzt unter Anleitung vielleicht. Und da haben wir jetzt schon das zweite Objekt der Begierde. Und hier der Vergleich. So, jetzt schauen wir mal. Hier kann man es anschalten. Und dann hoppelt es auch schon los. Was muss ich jetzt machen? Jetzt mit der Fuß raufgehen. Relativ viel Gewicht. Also ich merke jetzt schon ein paar Punkte, die ein bisschen mehr wehtun. Da bleibe ich auch ein bisschen länger drauf. Wie ist es bei dir? Tut da was weh? Also wehtun tut bei mir tatsächlich jetzt gar nichts. Ich spüre halt, dass es vibriert und das ist eher ziemlich fein. Also es ist wirklich angenehm. Wahrscheinlich ist der Unterschied zwischen den beiden. Ups. Man muss mit viel Gewicht drauf gehen, tut es auch weh. Oder nicht? Also bei mir tut beides weh, muss ich sagen. Also es hier vibriert, ist vielleicht ein bisschen angenehmer noch, aber ich merke schon, dass... zumindest nicht wehtut. Aber es ist sehr angenehm. Ja, also ich finde das andere jetzt langweilig. Also da finde ich den Ball witziger, weil es eben vibrieren. Weil es so eine kleine Massage ist. Ich gehe mit richtig viel Gewicht drauf. Ja, dann ist es nur unangenehm. Aber nicht. Ja, genau. Ja, aber nicht toll. Also da ist der Ball für mich jetzt auf jeden Fall schon mal feiner. Dann gehen wir gleich zur Bade über, würde ich sagen. Dafür... Ah ja, das ist ja schon mal frei. Aha, tauschen. Hier gibt es übrigens drei Stufen. Mehr, noch mehr. Ah, ich glaube, dann freut sich der Nachbar nicht mehr so sehr. Machen wir mal die mittlere. Das tut weniger weh wahrscheinlich. Also Vanessas Theorie ist, je höher die Stufe, desto weniger spürt man den Schmerz, aber der Effekt ist halt das gleiche. Mal schauen, jetzt ist Stufe 2, tut immer noch ein bisschen weh. Ich gehe noch eine Stufe höher, ich hoffe, meine Nachbarn beschweren sich nicht. Oh, das tut immer noch mehr, was geht. Also ich glaube halt, dass einfach noch zusätzlich durchmassiert wird, aber vom Schmerz her ändert es wahrscheinlich. Aber es kann auf jeden Fall ordentlich vibrieren. Also, ja, es klingt ein bisschen wie ein Presslufthammer, sagen wir es so. Aber es fühlt sich schon geil an, also das muss man auch zugeben. Das Schlimme ist nur, wenn man die Übung wechselt und nicht gleich was macht, dann fängt es an zu hüpfen. Ah ja, okay, hier war das nur, wow, ein kleines UFO. Also es ist schon cool, aber es ist halt eine Spielerei. Oh, okay, das sieht echt unangenehm aus. Es tut auf jeden Fall auch weh, aber es massiert halt währenddessen noch mehr, genau. Finde ich. Und vielleicht auch noch ein bisschen weiter außen rum, was halt den ganzen Bereich schüttelt, oder? Ja. Dann weiß man wenigstens, dass man was gemacht hat. Ja, sowieso nie auf Knochen drauf, oder? Ja. Angenehm. Bisschen schmerzhaft, aber sehr angenehm. Ich muss zugeben, für mich jetzt am besten. Ich spüre genau, wo es besonders weh tut. Das ist voll gut. Aber sehr schmerzhaft. Die andere Seite auch. Auf jeden Fall immer... beide Seiten gleich, also nicht eine Seite komplett oder nicht nur
ein Muskel komplett, sondern einigermaßen ausgeglichen immer. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Gesicht vibriert. Die Stimme vibriert auch übrigens. Wow, das ist auf jeden Fall angenehm. Du darfst. Ich darf, oh Gott. So, hier. Oh, oder jetzt habe ich die andere Stufe erwischt. Jetzt mal reicht. Nicht kapiert. Oh, oh Gott, geht so. Genau. Ich schieß nicht mal. Ja, ja, genau, genau. Oh perfekt. Gott. So, so schlimm ist es nicht. Naja. Oh. Hier ist es gut. Dann bleib auf der Stelle einfach. Wow. Aber wie schon getan. Und hier habe ich ja diesen Hexenschuss. Oh. Oh. Oh, es tut schon weh. Also was man bei dem ganzen Spaß danach wirklich sagen muss, danach wird es richtig krass warm. Also dann ist es halt mega durchblutet. Das ist schon sehr cool. Genau. Also ich finde es auch super angenehm, auch wenn es so ganz kurz war. Aber sehr angenehm. Also das Einzige, was ich ein bisschen nervig finde, ist quasi der Wechsel zwischen den Übungen, dass dann das halt nicht durch die Gegend hüpft. Aber während das man drauf liegt, ist es schon sehr cool. Also es macht mir mehr Freude, wie diese, weil hier tut es mir halt nur weh und ich merke aber keinen Erfolg. Ja. Und hier tut es weh, aber danach fühlt es sich echt geil an. Also das ja. Ich glaube, das hält auch ein bisschen länger an. Also jetzt ist wirklich warm und durchblutet und den Effekt kenne ich von der normalen Faszienrolle jetzt nicht. Ja, wir können auch machen, was nicht drauf ist. Es ist doch vorne der Oberschenkel, finde ich auch mal ganz. Hier, oder? Vorne Oberschenkel. Ja, aber ich würde es, also man kann es entweder so machen. Das finde ich aber. Ja, ein bisschen harmlos, also dann lieber mit ein bisschen mehr Gewicht. Aha. Schauen, das funktioniert. Ja, genau, geht gut. Top. Geht sehr gut. Nimmt gleich ein bisschen auf die Arme. Kann man auch dann schön wieder seitlich natürlich gerne drauf gehen. Ja, beim Übung ausdenken ist die Vanessa ja wirklich top. Ich bin ein Stereotyp nachmachen, geht, aber mehr ist leider nicht drin. Du darfst. Ich darf. Oh Gott. Hier. So seitlich hinlegen, mach die Seite am besten. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, das geht. Oberschenkel ist wahrscheinlich nicht fit. Ja, währenddessen merkt man es gar nicht so, aber danach ist es halt krass. Ja, also mein Rücken ist immer noch knallwarm. Echt witzig. Jetzt blende ich euch mal noch ein, wie viel Spaß mein Kleiner damit hat. Der hat die Kugel nämlich, glaube ich, am allermeisten gefeiert. Der konnte sie auch am besten bedienen von uns. Peinlich, aber wahr. Aber es fühlt sich geil an. Also es ist wirklich mal was ganz anderes. Kannte ich bis jetzt noch nicht und war super zum Ausprobieren. Yeah.